Herzlich willkommen zum Seminar auf der Osterkonferenz 2021 mit Andreas Boppart. Wir als Gemeinde Leuchtfeuer der Hoffnung, ich weiß nicht, wie es dir gerade in deiner Gemeinde geht und mit deinem Glauben in dieser herausfordernden Zeit. Versprühst du Hoffnung? Spürst du selber die Hoffnung? Andreas Boppart ist davon überzeugt, dass wir als Gemeinde Hoffnung dieser Welt sind. Er ist Leiter von Campus für Christus und wir konnten ihn gewinnen, dieses Seminar heute hier zu halten. Du bist eingeladen, dich von ihm herausfordern zu lassen. Andreas Boppart liebt es, an verschiedenen Stellen auch mal zu provozieren. Bei der letzten Osterkonferenz, als er hier bei uns auf der Hensoldshöhe gepredigt hat, da hat er mich zum Beispiel herausgefordert, es war noch keine Corona-Zeiten. Er hat die Besucher aufgefordert, doch einfach mal den ganzen Tag, wenn sie Andreas Theis irgendwo auf dem Gelände treffen, zu umarmen und zu sagen, dass Gott ihn lieb hat. Sowas ist jetzt nicht möglich, aber ich bin gespannt, mit was er dich heute herausfordert. Viel Spaß beim Seminar mit Andreas Boppart. Hallo Andreas und danke vielmals für diese tolle Einführung. Ich freue mich, mit euch jetzt diese Zeit zusammen zu haben. Herzliche Grüße nach Franken. Das ist ja dem Schweizer immer sehr lieb. Ah, den hätte ich nicht machen sollen. Ich weiß, es ist so Flachwitze, ne? Dieses Schweizer-Franken-Dings. Ne? Die einen verstehen es, die anderen haben nicht gecheckt, die anderen finden es witzig, die anderen sagen, das ist überhaupt nicht lustig. Also da verliert man schon die Hälfte. Also vergesst es einfach wieder. Schön, dass ihr da seid. Wir werden die nächste Zeit miteinander verbringen. Ich habe hier meinen Timer, da drückt ja mein Schweizer Gren dann durch. Ist auf 45 Minuten gestellt. Der ist für unsere Kinder, weil die einen können noch keine Uhren ablesen und dann kann man so, naja, und dann klingelt es und es ist rot und läuft so zurück und macht Spaß. Naja, irgendwann klingelt es, dann ist das Ding einfach fertig. Ich mache hier keine Predigt, ich habe nicht eine Predigt vorbereitet, sondern ich möchte mehr in so einem Seminar, so ein bisschen taumelnd versuchen wir uns vorwärts zu tasten in dem Thema Hoffnungsaufbruch, wie wir als Gemeinde zu einem Leuchtfeuer der Hoffnung werden können. Und da habe ich einfach ein paar Dinge vorbereitet. Hier habe ich notiert, habe ein paar Notizen, ein paar Sachen. Und ich hoffe fest, dass es dann irgendwo zwischendurch in diesen paar Minuten, die wir miteinander verbringen, so ein geistliches Aufflackern geben darf, wo wir auch ein geistreiches Aufflackern, wo wir denken, oh, das war jetzt nett, dafür hat es sich gelohnt, hier dabei zu sein. Interaktion wird es nicht so geben, aber ich habe so ein, zwei ganz kleine Mini-Übungen vorbereitet und hoffe, dass wir da irgendwo noch ein bisschen was zu machen kommen. So, genau, ich möchte in das Thema eintauchen. Ich habe es mir aufgebaut in Hoffnungsaufbruch. Den brauchen wir dringend als Gemeinde, als Kirche. Und wenn ich über Kirche spreche, dann spreche ich nicht über eine Denomination, sondern über uns als Gesamtkirche. Wir brauchen einen Aufbruch in die Hoffnung hinein. Wir brauchen, was ich meine zu sehen, wir brauchen einen Inhaltsaufbruch und wir brauchen auch einen Verhaltensaufbruch. Also wir brauchen so verschiedene Aufbrüche, Durchbrüche, wo etwas Neues entstehen kann. Und da ist ja Covid ja eigentlich die beste Voraussetzung, weil es uns zwingt, Dinge zu tun, die wir vielleicht noch nie getan haben, weil es uns zwingt, umzudenken, weil es uns verunmöglicht, Dinge zu tun, die uns immer lieb waren. Und das hilft ja dann manchmal eben so als Nährboden für geistige Innovation, dass da wirklich was Neues entstehen kann. So, also der Hoffnungsaufbruch, wie wir als Gemeinden zum Leuchtfeuer der Hoffnung werden können. Das klingt natürlich jetzt erstmal schon so richtig pathetisch oder auch ein bisschen triumphal. Aber ich habe wirklich zutiefst diese Überzeugung, dass wir als Gemeinde, als Christen dazu berufen sind, vor allem anderen berufen sind, Hoffnung in diese Welt hineinzutragen. Das ist es ja, was Christus gemacht hat, als Gesandter in diese Welt hinein, in eine zerbrochene Welt hinein, wo vieles nicht so funktioniert, wie es könnte. Da hat Christus ja in seine Person und dann durch sein Sterben und die Auferstehung hat er ja eine Hoffnungsdynamik released, die ist außer aller Konkurrenz. Also ich meine, das ist gewaltig.
da hat Gott so ein richtigen, so ein richtiges Ding gelandet und gesagt, das ist jetzt hier, wie es im Psalm heißt, Gott hat immer irgendwo einen Weg, der zum Leben führt. Ja, er hat immer irgendwo noch etwas parat, das ins Leben hineinführt, auch wenn wir denken, jetzt ist alles verloren. Und da drückt natürlich jetzt schon zutiefst unsere persönliche, unsere Persönlichkeitsstruktur durch oder auch uns die Persönlichkeitsstruktur der Gemeinde, in die wir gehen. Also wie ist nicht einfach nur mein Gottesbild, sondern wie ist auch, wie sind wir gestrickt als Gemeinde? Haben wir eine pessimistische, vielleicht so eine Endzeit-pessimistische oder eine verschwörungsbeängstigte Dynamik in uns drin? Das meine ich jetzt wertefrei. Ja? Das kann man ja auch irgendwo aus der Bibel vielleicht herauslesen, diese ganzen Dynamiken. Aber ist das das, was uns prägt? Dann ist klar, dass da auch ganz viel Hoffnungslosigkeit fehlt. Da geht man dann als Gemeinde auf Rückzug, da macht man einen auf bewahrend, da versucht man den wahren Glauben zu halten, gar nicht mehr die Gesellschaft zu prägen, sondern einfach noch in sich zu überleben und den Menschen vielleicht zuzurufen, ihr seid alle falsch, kommt zu uns, hier ist die rettende Arche. Oder hat man eine prägende Dynamik, weil man hoffnungsgetrieben ist und glaubt, dass Gott in dieser Welt nach wie vor etwas tun will, etwas wirken will, dass jetzt Veränderung geschieht, dass Himmelreich nicht nur postmortal ist, irgendwas, was mal kommt, wenn wir sterben, sondern dass Himmelreich sich jetzt um uns herum ausbreiten möchte. Und das ist natürlich zutiefst prägend für die Art und Weise, wie wir Kirche und Gemeinde leben. Auf Rückzug, auf Bewahrung oder auf ein irgendwie ein progressives Hineingehen in diese Zeit und ein Prägen dieser Zeit. Und das ist nicht einfach eine Denomination, die ist so und die andere ist so. Das sind ja über die Jahrhunderte Strömungen, die wir durchlaufen. Das Evangelikale, was sich jetzt amerikanisch ja auch zugespitzt hat, diese Art von Frömmigkeit, die ist ja im Moment sehr bewahrend, sehr auf, wir müssen der Welt sagen, was richtig und falsch ist, da gibt es etwas, das man leben muss und alles andere darf man nicht, da geht es hinein. Und das meine ich nicht negativ, also das ist einfach, das ist ein Zug zum Bewahren und in der Bibel sehe ich diesen Auftrag, dass wir gute Dinge bewahren. Aber da ist eine Zuspitzung auf das Bewahren. Und spannenderweise ist ja die evangelikale Bewegung, also die Urwurzeln, wenn man zurückgeht, 200, 300 Jahre, das kommt ja dann schlussendlich aus erwecklichen Bewegungen raus. Und die waren damals nicht die zurückgezogenen Bewahrenden, die irgendwo gedacht haben, jetzt müssen wir noch irgendwelche fundamentalen Dinge bewahren, sondern das waren Menschen, die hatten einen unglaublichen Hoffnungstrieb. Die waren progressiv. Also da ist das waren die ersten, wo Frauen plötzlich predigen durften. Da waren plötzlich soziale Missstände, die man angegangen ist. Ganz progressiv hat man da zum Beispiel Sklavenhandel angeprangert. Also da war man progressiv gegen vorne. Und je nachdem, wie die Entwicklung der Welt geht und was dann mit uns als Person geschieht oder was dann mit uns als Gemeinde geschieht, drückt es uns dann wieder irgendwo in eine Richtung. Und die ganze Bandbreite, die ich in der Bibel sehe, ist, dass wir weiten sollen. Wir sollen, haben den Auftrag, in die Weite hinauszulaufen. Psalm 18 heißt es, der Herr wurde mein Halt und führte mich in die Weite. Ich liebe diesen Vers, weil es genau diese zwei Polarisierungen zeigt, die in uns drin sein dürfen, dass wir Dinge bewahren, dass der Halt, dass das Klare, dass diese Struktur, die es gibt und braucht, und dann ist aber auch diese Weite, in die Gott uns hinein befreien möchte, dieses Progressive. Und im Moment, da schmerzt es mich, dass diese zwei Pole einfach nur aufeinander prallen, sich nicht zuhören, sich nicht verstehen wollen, vielleicht auch nicht verstehen können, und dass es dann eben polarisiert, weil die einen sagen, das ist richtig und bewahren, und die anderen sagen, nein, progressiv hinausdenken ist richtig. Und ich glaube wirklich, dass beide Dynamiken eben Evangelium zutiefst widerspiegeln. Und dass wir einfach uns immer wieder selber ganz ehrlich reflektieren müssen, wo bin ich in Gefahr, auf einer Seite vom Pferd zu fallen, wo prägt vielleicht mein Gottesbild jetzt irgendwie meine Haltung, wo ist es aber auch das Weltbild, was begonnen hat, mein Gottesbild zu prägen und so weiter. Das ist ja irgendwie so ein Kreislauf, der geschieht. Also ich glaube wirklich, wir sind zutiefst berufen, nicht einfach nur auf Rückzug zu machen und auf irgendeine Ewigkeit zu warten, die mal kommt, sondern dass wir wirklich zutiefst ein Mandat haben, Himmelreich um uns herum auszubreiten. Das ist ja das, was
Christus gemacht hat. Er hat gesagt, bringt das Evangelium. Und das ist dann immer die Frage, ja, um Himmels Willen, was ist eigentlich das Evangelium? Also ist es die Verkürzung, die wir gemacht haben, was wir unter Evangelium verstehen? Weil das Wort Evangelium gab es ja damals schon. Das war zum Beispiel im Kaiserreich, wenn ein neuer Kaiser kam, ja, dann hat man, das war die gute Botschaft, dann hat man das Evangelium gebracht, das wurde ausgerufen und das Evangelium, das war klar, von dem Moment, wo es ausgerufen war, hat das bestanden, da waren neue Regeln in Kraft, da waren neue Menschen an der Macht, das sieht man bei der Präsidentschaftswahl in Amerika ja sehr gut, da kommt der neue Präsident und ab dem Moment, für sie gute Botschaft, Evangelium, ab dem Moment werden neue Gesetze erlassen, werden alte Gesetze umgestoßen, ab dem Moment wird das ganze Parlament ja ausgewechselt und all die Leute werden neu eingesetzt. Das ist spannend, was da geschieht. Und ich glaube, diese Dynamik, die hatte damals Evangelium. Und wenn Jesus gesagt hat, hey, ich bringe das Evangelium, ich bin das Evangelium, ich verkörpere es, ich lebe es und ihr bringt das Evangelium, dann ist es nicht einfach etwas, das irgendwann mal endzeitlich kommen wird, irgendwann mal, wenn alles vorbei ist, kommt noch was. Nicht diese postmodale Hoffnung, sondern es ist jetzt angebrochen. Es ist jetzt hier. Es ist noch nicht das endgültige Bild, aber es ist jetzt bereits. Durch das Ausrufen ist es angebrochen. Und da ist eben diese Frage, wie trägst du, wie tragt ihr als Gemeinde, wie tragt ihr Himmelreich hinein in das Umfeld, wo ihr hineingestellt seid? Wie tragt ihr Hoffnung hinein? Seid ihr Hoffnungsleuchtfeuer, seid ihr Leuchttürme der Hoffnung? Oder seid ihr vielleicht mehr, vielleicht sehr wertend negativ, aber seid ihr vielleicht eher Verliese der Ablehnung, weil ihr so verkrampft versucht, irgendwo noch den wahren Glauben zu bewahren und dieser bösen Welt irgendwie zu sagen, was sie alles falsch macht? Ich glaube, das schmeckt dann mehr nach einem Verlies der Ablehnung. Oder seid ihr auf der anderen Seite vom Pferd gefallen in die komplette Liberalisierung und dann werden wir vielleicht irgendwie eher so schwülstige Galerien der Bedeutungslosigkeit. Aber ich glaube, wir sind zutiefst geschaffen als Leuchttürme der Hoffnung, als Gemeinschaften, Communities, die Hoffnung in diese Welt hineintragen, weil Christus das Leben ist, weil er die Hoffnung ist, weil er das Licht in diese Welt hinein ist. Nicht nur für uns ein paar wenige, die es irgendwie vielleicht gecheckt haben, wie wir meinen, sondern für eine Menschheit, die nach diesem Christus lechzt. Ich habe kürzlich einen Brief, also letzte Woche einen Brief erhalten von einer Frau, 68 Jahre alt, und er hat mich fast zu Tränen gerührt, weil sie schreibt, ich bin 68 Jahre alt, ich war 30 Jahre auf der esoterisch-spirituellen Schiene unterwegs. Keineswegs unglücklich, aber ständig getrieben von der Sehnsucht, aus eigener Kraft endlich besser, bewusster, wacher, liebevoller und zu werden. Alles drehte sich um mein kleines Ich. Dann hatte sie einen riesigen Zerbruch in ihrem Leben. Er hat so einen Schnitt gemacht mit Beziehung und so, ist auf eine Insel gegangen und wollte da in der Stille endlich ihre Bestimmung finden, nach dieser 30-jährigen Suche. Und da schreibt sie, nach Monaten, wo sie das gesucht hat, wurde sehr deutlich, buchstäblich aus heiterem Himmel, dass es nur darum geht, Gott und Christus Jesus näher zu kommen. Ich liebe das, da kommt sie einfach so aus dieser ganzen langen Suche einfach zu dieser zutiefst zentralen Wahrheit, dass wir dazu geschaffen und beschaffen sind, diesem Christus nahe zu sein, diesem Gott nahe zu sein. Wie es der Psalmist sagt, dir nahe zu sein ist mein Glück, ich glaube Psalm 73 oder so. Und diese Offenbarung war so erleichternd und befreiend. Meine Suche hat schlagartig aufgehört. Dann hat sie begonnen, sie hat Menschen getroffen, die für sie beten, Christinnen. Sie hat begonnen, im Online stundenlang Predigten anzuhören, ist auf meine Predigten, auf Podcasts und Inspiration gestoßen. Sie hat begonnen, laut zu lachen über diese Sachen, hat aber auch herzzerreißend geweint vor Rührung oder Erkenntnis vor der eigenen Vernebelung, der vielen Irrwege, die mir glücklich Erwachen vorgaukeln konnten. Und dann schreibt sie, sie dankt mir,
dass ich ein Leuchtturm auf ihrem Weg war. Und ich lese das nicht vor, weil ich da irgendwie jetzt irgendwelche Lorbeeren für mich beanspruche. Ich habe da ja gar nichts gemacht. Ich war einfach im Internet. Ne? Ich war einfach da draußen. Ich habe die Person noch gar nicht getroffen. Ich habe noch nie mit ihr ein Wort ausgetauscht. Ich persönlich, aber meine Videos und meine Inhalte. Und ich will das nur erzählen, weil es mich begeistert, dass inmitten dieser Zeiten, wo vieles nicht möglich ist, viele Begegnungen nicht möglich sind, wo Gemeinde zum Teil blockiert ist, Gemeinde zu sein, weil Gemeinde besteht ja zutiefst aus Gemeinschaft und genau das ist ja eigentlich jetzt im Moment nicht möglich zu leben. Aber in diese Zeit hinein ist Gott nicht blockiert. Gott ist nicht irgendwie am Ende. Gott ist nicht irgendwo zurückgezogen und schlägt sich die Hände über dem Kopf zusammen und sagt, mein Gott, was ist da nur passiert mit Covid? Wie konnte das nur geschehen? Ja? Och, die Welt ist außer Rand und Band. Och, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Das ist nicht Gottes Dynamik. Gott ist hier, Gott wirkt, Gott sieht Menschen und begleitet sie auf ihrer Suche 30 Jahre lang durch all die esoterischen Richtungen, um ihnen dann irgendwo im richtigen Zeitpunkt nahe zu kommen. Dann, wenn unser Herz ready ist, dann, wenn unsere Seele bereit ist, auch sich da zu öffnen und ihm entgegenzulaufen. Und das begeistert mich, dass wir nach wie vor, egal wie die Umstände um uns herum sind und sein mögen und irgendwann mal sein werden, dass diese Umstände nicht an unserem großen Gott schrauben. Das ist ja oft das Problem, dass wir die Welt anschauen und dann schräubeln wir ein bisschen an Gott rum. Weil die Welt am Zerbrechen scheint, ist irgendwie Gott ein bisschen kleiner als sonst oder distanzierter oder weit entfernt. Nee, Gott ist nicht irgendwie in einer Korrelation zu den Missständen in dieser Welt. Sein Wesen ist einfach existierend, er ist. Und das begeistert mich, dass dieser Gott nach wie vor auf der Suche ist nach dir, nach mir, nach wie vor nach den Menschen um uns herum, egal wie viele Dinge wir und sie falsch glauben, falsch leben. Ich glaube auch deshalb, dass wir gar nicht so stark den Auftrag haben, wie wir immer meinen oder wie wir uns selber zuhalten, der ganzen Welt zu sagen, was sie richtig und falsch lebt. Ich glaube, dass wir den Auftrag haben, der ganzen Welt den Weg zu diesem Christus zu zeigen, den wir selber immer mehr kennenlernen dürfen, immer mehr lieben lernen dürfen, immer mehr erfahren dürfen, wie er wirklich ist und dass wir lernen dürfen, eine Community zu sein, die gemeinschaftlich so Resonanzräume schafft, wo Gottes Geist wummern kann, wo er drin resoniert und wir mit Menschen eintauchen, um gemeinsam diesen wunderbaren Gott zu erleben, ihm immer wieder neu zu begegnen. Und das sind für mich diese Leuchtfeuer, diese Leuchttürme der Hoffnung versus eben Verliese der Ablehnung oder Galerien der Bedeutungslosigkeit. Und ich möchte dir ja diese Frage stellen, wo hast du das Gefühl, stehst du persönlich, wo steht deine Gemeindekirche auf dieser Reise? Wo seid ihr vielleicht in Gefahr, irgendwo links oder rechts ein bisschen abzudriften aus Angst irgendwie, Gott zu verlieren, den wahren Glauben zu verlieren, Christus zu verraten oder aus Angst zu klar zu sagen, vielleicht in die andere Richtung, was ihr denkt, was ihr glaubt, wo ihr meint, hat es vielleicht klare Strukturen, die hilfreich sind. Wo hast du das Gefühl, steht ihr und was ist vielleicht für ein Change im Moment nötig, um da wieder in so einen Hoffnungsaufbruch hineinzukommen? Ich habe diesen ersten Punkt unter Hoffnungsaufbruch aufgeschrieben. Ich zeige euch hier ein paar Slides, ich hoffe, ihr seht die. Das Chaos dieser Welt, das lässt uns ja manchmal dazu verleiten, irgendwo zu glauben, dass es gar nicht mehr besser kommt. Ich gebe den Schweizer Künstler, das ist ganz witzig, der räumt alles auf, der räumt Bilder auf, weil der Mensch in sich ja nicht gerne Chaos hat. Der hat es gern aufgeräumt, grundsätzlich, mehrheitlich. Da ist zum Beispiel ein Bild, ein ganz berühmtes Bild, das findet er chaotisch und da hat er mal alles aufgeräumt. Da hat es noch ein anderes Bild, das ist ein abstraktes, findet er auch total unaufgeräumt, kann man aufräumen, hat er so Bilder aufgeräumt wie das hier oder das hier, hat dann einfach so Bilder aufgeräumt. Das ist hier eine Schweizer Briefmarke, eine ganz bekannte Schweizer Briefmarke, aufgeräumt, alles aufgeräumt. Er hat dann Frühstück aufgeräumt oder eine Suppe aufgeräumt, Burgstäbeli-Suppe, wie wir Schweizer sagen,
oder hat McDonald's aufgeräumt und Weihnachten aufgeräumt. Also man kann so ziemlich alles aufräumen. Ich glaube wirklich, dass das, dass es eine Frage ist, wie wir das Leben ansehen. Ja? Manchmal macht Chaos Angst. Und wir denken, oh, es ist Chaos, es ist alles Zerbruch. Aber Zerbruch ist auch immer eine Chance für Aufbruch. Also wenn wir Genesis lesen, ganz am Anfang, da war Chaos, heißt es. Am Anfang war Tohu Wabohu. Und dann hat Gott aus dem Tohu Wabohu, aus dem Chaos heraus, eine gewaltige Schöpfung geschaffen. Deshalb gilt dieses geistliche Prinzip, je größer das Chaos, umso schöner die Schöpfung. Je größer das Chaos deines Lebens, umso schöner ist das, was Gott daraus machen kann. Je größer vielleicht die chaotischen Dynamiken in deinen Beziehungen, in deiner Beziehung, umso schöner ist es, wenn Gott da hineinkommt und was Neues schafft. Und wir müssen manchmal, oft müssen wir durch den Zerbruch hinein in einen Aufbruch. Aber wir dürfen lernen, dass eben Chaos und Zerbruch nicht das Ende ist, sondern der Anfang. Und dann ist es oft die Frage der Perspektive, wie wir Dinge betrachten. Ich höre immer wieder von Menschen, wie schlimm es um die Welt steht, was alles falsch läuft. Früher war alles besser, die Kartoffeln waren noch so groß. Ne? Das hört man ja manchmal. Und ich sage dem, ich nenne das die Hornhautverkrümmung der Seele. Da, wo wir rückwärts in so Retroperspektive uns Dinge schönreden, denken, damals war es noch. Ja? Und im Hier und Jetzt haben wir so einen verbogenen Blick, eben die Hornhaut der Seele ist verkrümmt und sieht nicht mehr scharf, was eigentlich Sache ist. Nee, kürzlich ist ein Professor gestorben für internationale Gesundheit in Stockholm, hat er gelehrt, der Hans Rosling, und der hat hier, der hat eine Untersuchung gemacht, das war so sein Abschlusswerk über Dinge, die die Welt besser gemacht haben. Er schreibt in seiner Arbeit, die Welt wird immer besser, und hat ganz viele Aspekte hervorgehoben, die uns dann manchmal eben aus dem Blickfeld geraten. Also er schreibt hier von Kindersterblichkeit, die im 1800 noch bei 44% war, vor dem 5. Lebensjahr, und die im 2016 auf 4% runterging weltweit. Er schreibt von Kinderarbeit, wo die abgenommen hat, von 28% 1950 bis auf 10% runter im 2012. Er schreibt, die Katastrophentote, die sind massiv zurückgegangen. Früher gab es viel mehr Katastrophen, viel mehr Menschen sind auch an den Katastrophen gestorben. Wenn man jetzt immer wieder medial hört, was alles geschieht jetzt und wie dramatisch das jetzt ist. Das heißt nicht, dass es nicht schlimm ist, aber früher gab es da noch viel mehr. Und da hat sich die Welt zum Besseren gewendet, weil wir ganz viele Dinge gemacht haben. Wasser zum Beispiel. Menschen, die Anteil Möglichkeit haben, eine Quelle mit sauberem Wasser zu benutzen. Das war 1980 waren das 58%, im 2015 waren das bereits 88%. Und wir haben gerade jetzt auch, wir haben ein Projekt bei Campus of Christus, das wir mit Gain machen, unserem humanitären Partner. Und das haben wir jetzt Brunnen gebaut. In Benin bohren wir Brunnen. Und wir haben jetzt gerade in Tansania begonnen. Wir wollen da 1000 Brunnen bohren bei den Maasai, die oft kilometerweise laufen und wo viele Menschen sterben wegen verschmutztem Wasser. Und ich habe gerade ein Video gekriegt, wo wir unseren ersten Brunnen da im Maasai-Land gebaut haben, wo Wasser sprudelt. Das ist Leben. Und da sind wir zutiefst beim Evangelium. Christus, der lebendiges Wasser verkörpert. Das ist eben so was Ganzheitliches. Also die Welt wendet sich zum Besseren, weil sich Menschen einsetzen. Freiheit. Viel mehr Menschen haben Anteil an einer Möglichkeit, in einer Demokratie zu leben, als noch vor 100 Jahren. Impfungen, das ist jetzt wieder ein riesiges Thema, oder? Anteil der einjährigen Kinder, die eine erste Impfung erhalten haben, die ist um etwa 66% gestiegen seit 1980. Und da geht es weiter. Die Stromversorgung hat zugenommen. Die Pocken wurden ausgerottet. Kriegstote gibt es viel, viel weniger als noch vor 100 Jahren.
Man hat natürlich die Geschichte auch immer wieder Entwicklungen durchgemacht. Naturschutzgebiete hat man viel mehr gebaut. Die Fläche hat massiv zugenommen, um etwa mehr als 14% in den letzten 100 Jahren. Atomwaffen wurden zurückgebaut, abgebaut. Frauenwahlrecht, die Länder haben zugenommen. Das sind jetzt schon 100, ich glaube 193 Länder etwa, wo Frauenwahlrecht ist. Und vor 100 Jahren waren es noch irgendwie knapp unter 10 oder so. Todesstrafe ist in vielen Ländern zurückgegangen. Zwangsarbeit ist zurückgegangen. Hunger, der Hungeranteil von unterernährten Menschen ist massiv zurückgegangen. Also da ist ein Prozess im Gange, den wir oft nicht überblicken, den wir oft nicht auf dem Radar haben, weil unsere Medien natürlich dann sehr gerne auch das schreiben, was nicht funktioniert und weil wir manchmal einfach das im Blick haben, was nicht gut ist. Aber die Welt ändert sich auch zum Guten, weil wir als Menschen die Möglichkeit haben, Gutes zu tun. Nur manchmal sind wir auch irgendwo blockiert. Also wir können Gutes tun, wir könnten Gott hinein bewegen in diese Gesellschaft, weil er durch uns wirkt, aber wir sind manchmal blockiert, weil wir in der Vergangenheit leben und weil wir unter Annahmen leben, dass es halt einfach so ist. Da hat man mal im etwa, ich glaube 1800 irgendwas, 90 oder 1870, hat man ein Hechtexperiment gemacht mit einem Hecht. Da hat man ein Hecht, das ist ein Jagdfisch, ne, hat man im Aquarium gehalten und hat dem kleine Fischchen gefüttert und der hat die blitzschnell gefressen. Und dann hat man eine Glasscheibe eingezogen und diese Futterfische waren hinter der Glasscheibe und der Hecht ist dann ein paar Mal heftig gegen diese Glasscheibe gedonnert. Diesen Versuch hat man mehrfach wiederholt dann in den folgenden Jahren und Jahrzehnten. Und diese Hechte da, die sind dann immer in diese Glasscheibe gedonnert, manchmal benommen, eben ein bisschen an die Oberfläche geschwommen und dann wieder weitergejagt, bis sie gemerkt haben, ich kriege diese Fische nicht. Ich kriege Kopfschmerzen, ich drücke mir da die Fresse ein, wenn ich da immer gegen das Ding donner. Und die haben dann aufgehört, diese Fische zu jagen. So weit gegangen, dass man bei diesem Experiment die Glasscheibe entfernen konnte und die Fische schwammen da frei rum. Die sind bis zum Hecht hingekommen, um den Hecht rumgeschwommen. Der Hecht hat diese Fische nicht mehr gefressen, obwohl er Hunger hatte. In einzelnen Experimenten ist es so weit gekommen, dass der Hecht sogar verhungert ist. Also der hat aufgrund seiner Annahmen, hat er sein Verhalten so dramatisch eingestellt, war angstgetrieben, nicht mehr hoffnungsgetrieben, ich kriege da was, ich kann essen, sondern war angstgetrieben und das nennt man das Pike-Syndrom, dass du aufgrund von falschen Annahmen Entscheidungen triffst, die dann schlussendlich eben dir nicht gut tun, die dich völlig behindern, die falsch sind, die bis zu deinem Tod führen. Und ich glaube, dass wir als Gemeindekirche in der Gefahr sind, die Welt zu beobachten, anzunehmen, wie Gott jetzt da wirken kann oder warum er vielleicht jetzt da nicht wirkt und dann irgendwie uns zurückzuziehen und gar nicht mehr das zu tun, wofür wir eigentlich bestimmt sind. Also nicht die anderen fressen, das wäre jetzt vielleicht das Bild ein bisschen überstrapaziert, aber ich glaube, dass wir als Gemeinde verkümmern und als Gemeindekirche auch sterben können, weil wir nicht das leben, wofür wir geschaffen sind. Weil wir falsche Annahmen machen. Und vielleicht, ja, vielleicht war es mal so, aber diese Scheibe ist ja vielleicht jetzt auch weg. Da haben sich ja Dinge auch immer wieder geändert. Und es ist ein Auftrag von uns, ich habe das Wort ein bisschen inflationär benutzt, dass wir uns mitverändern. Das ist nicht was Negatives, dass wir uns mit der Zeit mitverändern und schauen, wie wirkt sich unser Auftrag in die heutige Zeit hinein wieder aus. Das ist eben dieser Hoffnungsaufbruch, den wir brauchen und wo wir uns an Gott ausrichten können, der immer wieder mitten im Chaos hinein Hoffnung gebracht hat. Ist das mal gut so? Ja? Ich hoffe, ich spreche nicht total an euch vorbei. Wahrscheinlich habt ihr euch alle schon rausgeklickt, weil ihr denkt, oh, was laberst du? Nee. Das ist der Hoffnungsaufbruch. Das zweite ist der Inhaltsaufbruch. Da kann ich jetzt wirklich nur oberflächlich streifen. Ich bin zutiefst überzeugt, dass wir inhaltlich eine Verengung gemacht haben mit dem ganzen Evangelium. Und jetzt, ich höre jetzt schon den Scheiterhaufen und das Holz brennen und Ketzerei, Häresie. Nein, ich glaube wirklich, ich will nicht jemandem das Evangelium wegnehmen, dass er lieb gewonnen hat. Aber ich glaube, dass wir es vereinseitigt haben, dass wir es sehr, sehr schmalspurig ausgerufen haben. Das ist auch,
eine Entwicklung der Zeit womöglich, in der Zeit der Weltkriege und allem, wo eine Hoffnungslosigkeit da ist, da lebt man schlussendlich nur noch für die Ewigkeit. Und da ist klar, dass sich die Hoffnung, das Evangelium verkürzt auf, da ist ein Jesus, der am Kreuz für deine Sünden gestorben ist, irgendwann landest du mal im Himmel, wenn du das willst und annimmst. Und da ist die Verkürzung eines Evangeliums auf reine Schuld, Sünde, Vergebung, Dynamik. Und das ist nicht falsch. Ich sage nur, es ist verkürzt, weil es nicht das ganze Evangelium ist. Also geht mal in die Geschichte rein, wo Jesus die Menschen aussendet mit dem Evangelium. Den Begriff hat er ja nicht einfach so rausgehauen. Er hat gesagt, bringt die gute Botschaft zu den Menschen. Und er hat das damals den 12 gesagt, als er sie ausgesendet hat. Er hat es damals den 72 gesagt. Lest mal diese Geschichte von den 72 in der Bibel nach. Was genau? Mit was sendet er sie aus, wenn er sagt, das ist das Evangelium, geht? Er sagt nicht, hey, ich sterbe dann am Kreuz, sagt den Menschen, sie sind Sünder und ich werde vergeben. Ja? Das Kreuz hat ja damals gar nicht existiert. Wenn ich die frage, was ist das Evangelium, dann werden ganz viele Fromme irgendwie beim Kreuz landen. Und natürlich, das ist absolut zentral. Das ist eine zentrale Botschaft des Evangeliums. Aber als Christus das Evangelium lanciert hat, gesagt hat, hey, bringt das Evangelium, da gab es noch gar keinen Kreuzestod von ihm und keine Auferstehung. Und trotzdem gab es schon eine gute Botschaft. Und deshalb ist eigentlich eine absolute Wahnsinnsfrage, die ganz simpel scheint, aber gewichtig ist zu beantworten. Was glaubst du, ist das Gute an der guten Botschaft? Was ist das Gute an der guten Botschaft? Nimm mal kurz den Schreiber. Ich gebe dir jetzt mal Zeit, ja? Und schreib dir auf, was du denkst, ist eigentlich gut an der guten Botschaft. Mal 30, 40 Sekunden Schreiber suchen, ja, überlegen. Das ist jetzt keine rhetorische Frage, bitte machen. So, also das war jetzt nur mal so einen kurzen Anteasern. Mach das mal noch länger, mal 5 oder 10 Minuten und dann tauscht vielleicht mit anderen darüber aus, was ist bei euch aufgepoppt? Was ist da so aufgeploppt, wo ihr denkt, das ist es nicht. Ich glaube eben, dass wir das Evangelium immer nur sehr einseitig präsentieren und dass es in einer Zeit der letzten 50, 60 Jahre, wo sehr viele in einer Schuldkultur aufgewachsen sind und klar war, ich tue Fehler, ich mache Dinge, die nicht gut sind, da hat diese Billy Graham Botschaft, du bist ein Sünder, die Bibel sagt und so weiter, da hat das funktioniert. Aber in einer heutigen Zeit, wo Soziologen sagen, das war ein massiver Umbruch, Menschen sind viel mehr Scham behaftet, die sagen zum Beispiel dann eben nicht mehr, ich mache Fehler, sondern sie sagen, ich bin ein Fehler, ich bin zutiefst ein Fehler, die verstehen nicht, warum sie in Christus Sündenvergeber brauchen. Was nicht heißt, dass es diese Dynamik nicht gibt und dass die nicht wichtig wäre, dass Buße nicht ein wichtiges Ding ist. Aber in der Bibel schon heißt es, kehret um und tut Buße. Das sind zwei Einheiten. Also ist es nicht möglich, dass vielleicht die Sehnsucht von Gott, dass wir eine Umkehr machen, dass die vielleicht noch abgelöst vom Bußverständnis geschehen kann. Dass ich vielleicht mich hinwende zu Gott, weil ich sage, ich bin zutiefst einsam. Und gerade jetzt Flüchtlinge, Migranten, ich bin abgelehnt und ich brauche einen Gott, der mich annimmt. Ich möchte zurück in diesen Bund, ich möchte eigentlich diese Annahme erleben. Oder ich fühle mich so einsam, isoliert wie in Covid. Ich brauche einen Gott, der mir Gemeinschaft schenkt. Oder ich fühle mich so zerbrochen, ich brauche einen Gott, der mich ganz heil werden lässt. Oder wie es eben eine Schamkultur sagt, ich bin sowas von unperfekt, ich bin sowas von unfähig, ich bin so zutiefst beschämt über mein Wesen, über mein Sein. Ich brauche einen Gott, der mich entschämt, der mich nicht selber noch beschämt, sondern der mich annimmt in meiner ganzen
Zerbrochenheit, die ich habe. Das sieht man zum Beispiel, Kanye West zum Glauben kam im letzten Jahr, war eine große Diskussion, ist der jetzt zum Glauben gekommen oder nicht? Der hat ja nie gesagt, oh, ich bin so ein Sünder, ich brauche Jesus. In einem Interview sagt er, wo er gefragt wird, bereust du, was du alles getan hast? Sagt er, ich bereue doch nichts. Ebenso im Stil, das sind doch nicht einfach Fehler, die ich gelebt habe. War einfach mein Leben, sagt er. Aber er sagt, ich bin so ein Perfektionist, ein perfektionistisch getrieben und ich merke, ich genüge nicht. Und ich bin angezogen von diesem Gott, der so gewaltig perfekt ist. Also da hat er eine Umkehr zu Gott hin erlebt, nicht über Bußverständnis, sondern über, hey, ich verstehe, dass ich Gott brauche. Und dann kann es ja sein, dass man vielleicht erst Jahre später an dem Punkt angelangt, wo ich sage, hey, und ich verspüre auch noch, dass ich irgendwie Vergebung brauche, ja. Und das Evangelium ist ja zutiefst spannend, weil es nicht einfach nur im Kreuz ist, Jesus nicht nur für die Sünden gestorben, sondern er ist auch zutiefst für Entschämung gestorben und für Befreiung aus Angst. Also Adam und Eva, die hatten ja alle Dynamiken durchlebt, die man heute großen Kulturen zuschreibt. Also die haben sich Schuld zugewiesen, du bist schuld, das ist Sünde, Schuld-Dynamik. Die haben sich aber auch versteckt, ja, heißt es. Die hatten Angst und die haben sich auch bedeckt, die haben sich zutiefst geschämt. Das sind diese Dynamiken ins Leben gekommen. Und die Frage ist, was für einen Zugang haben Menschen heute zu Gott? Vielleicht eben nicht, ist nicht der primäre Zugang über Schuld, den sie verstehen, sondern sie spüren, ich brauche einen Gott, der mich annimmt, der mich liebt. Und das ist nicht eine Verwässerung der Botschaft oder des Evangeliums, sondern es ist eine Sprachbrücke, die Gesellschaft wieder braucht. Und da glaube ich wirklich, dass es dran ist, nicht jetzt im Evangelium was wegzunehmen, zu sagen, es geht nicht mehr um Sünde, es geht nicht mehr um das, sondern dem Evangelium was hinzuzufügen, das schon immer existiert hat, nämlich diese ganzheitliche Dynamik, dass es eben um viel mehr geht. Ich habe mir da verschiedene Sachen aufgeschrieben. Es hat mal einer geschrieben, welche Farbe hat dein Durst, dass der Mensch mit verschiedenen Dürsten unterwegs ist und das Evangelium, die Erlösung, die Christus am Kreuz gebracht hat, hat eben in ganz viele verschiedene Bereiche hinein Erlösung gebracht. Und so hat Jesus auch nicht einfach nur ein Bereich des Evangeliums gepredigt. Man kann zum Beispiel seine Message, die er den verschiedenen Menschen, Frauenbrunnen, Nikodemus, Zachäus, diese Sachen, die er da rausgehauen hat, die er gesagt hat, die kann man nicht einfach austauschen. Die Gespräche sind nicht austauschbar. Er hat verschiedene Komponenten des Evangeliums betont. Die einen waren suchend, verloren, hatten eine Lehre in sich, die haben nach Jesus als einen geistlichen Rabbi erlebt. Die anderen waren einsam, hatten Sinnlosigkeit, die haben Jesus als einen wahren Freund, einen Menschen erlebt. Die anderen waren gefangen, die hatten Jesus als einen Befreier erlebt. Die einen waren sterbend, verzweifelt, die hatten Jesus als einen lebensspendenden Promise Keeper erlebt. Die waren zerbrochen, krank, die einen, und die haben Jesus als Heiler erlebt. Die anderen waren missbraucht, unterdrückt, die haben Jesus als Anwalt, Beistand erlebt. Die anderen waren ausgeschlossen, nicht willkommen, vertrieben. Und die haben Jesus als einen Hirten, der Außenseiter, die einzelnen Schäfchen da reinholt, erlebt. Und je nachdem, was für eine Dynamik du vom Evangelium erlebt hast, das ist vielleicht auch das, was du am besten anderen weitergeben kannst. Da sind wir zutiefst beim Evangelisations- und Missionsverständnis, wo wir sagen können, hey, was ist das, was eigentlich du zu bringen hast? Es ist das Evangelium in dir, diese gute Botschaft in dir. Wieder, was ist eigentlich die gute Botschaft, die du erlebt hast, die du erfahren hast und die du hinaustragen kannst? Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Welche Farbe hat dein Durst? Was ist das Gute an der guten Botschaft? Hängt dem noch ein bisschen nach, auch in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, vielleicht irgendwo in einer kleinen Gruppe, vertieft das. Einfach, dass wir aus der Einseitigkeit rauskommen und wieder neue Inhalte schaffen. In den 90er Jahren war man ja stolz zu sagen, am Inhalt wird nicht geschraubt, ne? Wir müssen nur die Form ändern. Und dann entstanden dann die großen Kirchen mit Schlagzeug und laut und trari, trara. Und man hat irgendwie Attractional-Gottesdienste schöner gemacht und man diese hässlichen rot-gelben, grünen Gemeindeflyer sind endlich gestorben und man hat es mal optisch schön designt. Aber da hat man nur an den Formen geschraubt, weil man sagt, der Inhalt, der bleibt bestehen. Und ich glaube, dass wir eben jetzt auch zutiefst diese Fehlannahme, dass der Inhalt, der ist fix und der wird bis in alle Ewigkeit hinein betoniert und zementiert, dass der nicht
der nicht verändert werden darf, dass wir diese Falschannahme eben jetzt beerdigen und sagen, doch, wir dürfen und müssen auch immer wieder den Inhalt neu definieren und nicht damit, was vom Evangelium verloren geht, sondern dass wir zurückgewinnen, was eben die ganze Fülle des Evangeliums ist. So, und das dritte und letzte, mit dem möchte ich enden, ist der Verhaltensaufbruch, weil ich glaube, dass nur die Form und nur der Inhalt wird uns nicht zugänglich machen für eine Welt da draußen, die sich nach uns sehnt, die nicht eben nicht nach uns, sondern die sich nach Gott in unseren Gemeinschaften drin sehnt. Ich glaube, wir können die beste Botschaft haben und die besten Formen, aber wenn wir uns so verhalten, wie ich es im Moment auf Online-Portalen, wie auf Social Media sehe, dann sind wir absolut nicht attraktiv für Menschen. Dann würde ich, also ich meine, das ist crazy, wie Christen sich gegenseitig diffamieren und beschimpfen, immer unter dem großen Credo, es ist ein Dialog, der Austausch ist wichtig. Natürlich ist der wichtig, aber wir müssen doch entscheiden, welche Plattformen wir für den Austausch nutzen. Es wäre doch viel stimmiger, sich da draußen nicht zu fetzen und einander die Wahrheit, ohne einander zuzuhören, die Wahrheiten, die gefühlten, subjektiven Wahrheiten um die Ohren zu hauen, sondern vielleicht mal an den Tisch zu sitzen oder, wenn es nicht geht, halt online zu zweit, zu dritt miteinander über diese Dinge auszutauschen und dann auf Social Media einander zu ermutigen, das Gemeinsame herausstreichen. Da lesen ja alle Menschen mit. Und wenn du siehst, wie sich verschiedene Christen fetzen und die Vorderzähne rausschlagen, gegenseitig, verbal, dann kommst du doch nie auf die Gedanken, oh cool, guck mal, wie die miteinander umgehen, da möchte ich unbedingt dazugehören. Ne? Da liest du mit und denkst, meine Fresse, was, haben die einen Flick weg oder was? Also das soll irgendwie diesen Gott der Liebe symbolisieren? Ja? Ich glaube, wir dürfen die Unterschiedlichkeiten, wir müssen die miteinander austauschen, wir müssen in einen Dialog hineingehen, aber wir müssen schon lernen, dass wir da wahrscheinlich den Social Media Portalen zu viel zutrauen, zu viel zumuten und dass das bestimmt nicht die richtigen Kanäle sind, da all diese Sachen zu wälzen, die wir wälzen wollen. Ich habe Römer 14, das liebe ich, das ist so ein Bibeltext, der passt eigentlich überhaupt nicht in die Predigten rein, die heute so gehalten werden, weil es geht um Reinheitsgesetze, ich meine, das interessiert jetzt wirklich kein Schwein heutzutage, aber, also in der christlichen Szene meine ich, aber es ist so spannend, wenn wir das durchlesen, da heißt es, ihr könnt das selber durchlesen, könnt jetzt bei mir einfach muten und das selber lesen oder ihr könnt es euch von mir vorlesen lassen. Hören wir darum auf, einander zu verurteilen. Und es geht um Reinheitsgesetze, wer darf jetzt was essen und was ist jetzt rein und was nicht rein. Das ist so spannend. Statt den Bruder oder die Schwester zu richten, prüft euer eigenes Verhalten und achtet darauf, alles zu vermeiden, was ihnen ein Hindernis in den Weg legen und sie zum Fall bringen könnte. Durch Jesus den Herrn bin ich zu der Überzeugung gekommen und habe die Gewissheit, dass es nichts gibt, was von Natur aus unrein wäre. Für den allerdings, der etwas als unrein ansieht, ist es dann auch unrein. Wenn du dich daher in einer Frage, die das Essen betrifft, so verhältst, dass dein Bruder oder deine Schwester in innere Not geraten, dann ist dein Verhalten nicht mehr von der Liebe bestimmt. Christus ist doch auch für sie gestorben. Stürze sie nicht durch das, was du isst, ins Verderben. Das Gute, das euch geschenkt wurde, darf nicht in Verruf kommen. Denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Und das Innere, oder? Wer Christus auf diese Weise dient, an dem hat Gott Freude und er ist auch in den Augen der Menschen glaubwürdig. Darum wollen wir uns mit allen Kräften um das bemühen, was zum Frieden beiträgt und wodurch wir uns gegenseitig im Glauben fördern. Zerstöre nicht das Werk Gottes wegen einer Frage, die das Essen betrifft. Zwar ist vor Gott alles rein, verwerflich ist es jedoch, wenn jemand durch das, was er isst, einen anderen zu Fall bringt. Deshalb ist es am besten, du isst kein Fleisch und trinkst keinen Wein und vermeidest auch sonst alles, was deinen Bruder oder deine Schwester zu Fall bringen könnte. Behandle deine Überzeugung in diesen Dingen als eine Angelegenheit zwischen dir und Gott. Glücklich zu nennen ist der, der sich in Fragen der persönlichen Überzeugung so verhält, dass er sich nicht selbst anzuklagen braucht. Wer jedoch etwas isst, obwohl er Bedenken hat, ob er es überhaupt essen darf, der ist damit verurteilt. Denn er handelt nicht aus Glauben und alles, was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. Da sind ein paar Texteln, die sind vielleicht auch verwirrlich, aber wenn ich das so durchlese und mir überlege, kann ich davon was lernen über den Umgang, wie wir als Hoffnungs
Feuer, als Leuchtfeuer, als Gemeinde mit anderen umgehen können, wenn ich als Person mit anderen umgehen kann, wie der Umgang auf Social Media sein könnte, dann lese ich hier im Vers 1 einfach das Prinzip raus, streite nicht über Ansichten. Im Vers 3, verurteile den Schwachen nicht. Und dann ist ja immer die Frage, wer ist eigentlich der Schwache? Wenn man jetzt diesen Altstreit katholisch-evangelisch anschaut, darf man jetzt Eucharistie essen? Ist das der Richtige, weil sich das Fleisch verwandelt? Oder ist es nicht das Richtige, weil sich das Fleisch nicht verwandelt? Dann könnte ja der Katholik sagen, du bist als Evangelischer der Schwache, weil du einfach nicht an diese Verwandlung glauben kannst. Und damit hat er recht. Oder der Evangelische könnte sagen, du bist vielleicht der Schwache, weil du irgendwie so einen mystischen Hokuspokus brauchst. Und vielleicht hat er damit recht. Aber die Frage ist gar nicht, ist es mystischer Hokuspokus oder ist es ein mangelnder Glaube vom anderen? Die Aussage ist eigentlich, der andere ist in dem Fall der Schwache und dann behandle ihn so, verurteile ihn nicht, wenn er halt schwach ist in deinen Augen. Unabhängig, was jetzt richtig oder falsch ist, ist ja gar nicht dann werten, sondern einfach, wenn der andere, wenn du spürst, der andere ist der Schwache, dann verurteile ihn nicht. Ich liebe das, oder? Manchmal bin ich der Schwache und dann brauche ich ganz viel Großherzigkeit von dir, von euch. Und manchmal ist man gegenüber der oder die Schwache und dann darf ich großherzig sein und muss dann nicht eben reinhauen oder kritisieren oder das Gefühl haben, ich muss jetzt irgendwie dem zum wahren Glauben verhelfen, sondern ich kann da unterwegs sein, indem ich eben die Schwachheit des anderen respektiere. Mach dich nicht zum Richter über anderen, Vers 4. Vers 5, lebe nur Dinge, von denen du überzeugt bist. Super. 6, ehre Gott mit deinem Tun. Vers 13, verurteile andere nicht. Vers 15, dein Verhalten soll von der Liebe bestimmt sein. Wenn wir nur schon diesen Filter nehmen würden und über alles legen würden, was auf Social Media geschieht, oh Gott, my yeah, dear. Also, Vers 17, es geht nicht um Äußerlichkeiten, sondern um das Innere. Wir streiten aber ganz oft um Äußerlichkeiten und haben dann eben nicht diesen Fokus auf das, was eigentlich da drinnen sein sollte. Vers 19, jage dem Frieden nach. Mit allem, was wir tun, was wir sagen, was wir schreiben, sollen wir dem Frieden nachjagen. Was für eine schöne Herausforderung. Vers 21, nimm Rücksicht auf den Schwachen, da wiederholt es sich. Und Vers 22, deine Überzeugung ist eine Sache zwischen dir und Gott. Den finde ich auch nice, oder? Nicht immer alle müssen alles hören, was du glaubst und denkst. Es ist eine Überzeugung zwischen dir und Gott. Und ich wünsche mir von Herzen, damit sind wir jetzt am Schluss, dass wir als Gemeinden wirklich zu diesen Leuchtfeuern der Hoffnung werden können, indem dass wir einen Aufbruch selber persönlich und als Gemeinschaft zur Hoffnung hin erleben, vielleicht Gott neu sehen in dem, dass wir einen Aufbruch beim Inhalt erleben und das Evangelium, oh hoppla, jetzt ist es fertig, ja, so, dass wir das Evangelium ganzheitlich erleben dürfen und ich wünsche mir und uns, dass wir eben dann auch, was war das dritte, Hoffnung, habe ich gesagt, Inhalt, das Verhalten, ja, da waren wir jetzt gerade, dass wir in unserem Verhalten einen massiven und Durchbruch erleben dürfen, damit Christus sich eben auch in unserem Verhalten widerspiegelt. Und nicht nur in der Form, in dem, was wir sagen, sondern in dem, wie wir uns verhalten anderen Menschen gegenüber. Und damit bin ich überzeugt, hat die Gemeinde eine gewaltige Zukunft, hat die Gemeinde einen Beitrag, einen essentiellen Beitrag in diese Zeit hinein, in die wir hineinlaufen und in der wir uns jetzt schon bewegen. Viel Freude am Hoffnung verbreiten.